Hey YouTube Cracks, willkommen zurück hier zu Dying Light. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir sind nämlich hier dabei, diesen guten Doktor zu retten. Beziehungsweise sollten wir das tun. So, jetzt sterbe ich fast selber. Oh Gott, nichts weg hier. Autsch. Ich muss hier rein. Was zum Teufel? Wow. Was geht hier ab? Okay, ich spring mal hier durchs Feuer. Oh, das müsste zu viel für die PS4 hier. Was zum Teufel? Okay, du willst einer. Okay, du kriegst was. Kommt her. Burn! Das heißt schon genug Feuer hier, aber ein bisschen mehr kann ich schon. Oh, der hat eine Schusswaffe. Das ist scheiße. Okay. Ist ja unfair. Und ich hätte hier natürlich auch was, aber. Hier! Verbrenn doch, du Arsch! Verbrennen jetzt beide oder nur einer? Ich glaube, beide sind gerade am Brennen. Ne, da hinten ist nur einer. Ich sehe gerade sein scheiß Stirnbandlicht da. Tja. Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. So, warte mal, der muss hier irgendwo sein Gewehr rumliegen haben. Komm schon. Ja, heb's auf. Gut, da gibt es schöne Munition. Wo ist der gute alte Doc? Der ist wahrscheinlich tot. Wetten wir. Oh, da ist ein Malik. They took Zera and drove away. Das ist alles, was du zu sagen hast? Okay, Message angekommen. Verdammt, die haben den Doc entführt. Ihr Schweine, der hätte vielleicht eine Heilung. Oh Mann. Oh, was ist denn hier los? Die Frage ist, wer hat den entführt? Das waren jetzt zwar Reis-Leute, aber waren das echt. Was will ein Reis mit dem Doktor? Zera has been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Reis? You should never have hit Asko. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back to Rice's garrison. That's gotta be where they took Zera. You go there and you find him and you bring him back alive. You hear me? Okay, ich muss hier raus. Jawohl. So. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Es ist mir zu dunkel. Müssen wir den guten alten Doc retten. Oh Gott. Ich bin gerade misslich aneinander hier. Go, go, go! Vorsicht, da oben ist einer. Crane, look, I know I've been hard on you. But after what happened to Raheem, and now Dr. Zera, you have to understand. Reckon there's no apologies necessary. And don't worry, I'll bring Zera back in one piece. Just be careful, okay? Sorry about Raheem. I know you were close. Hell, I love that stupid kid too. Kein Problem, Digga. Wir schaffen das schon. Dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht um. Sehr gut. Wo zum Teufel müssen wir eigentlich schon wieder hin? Müssen wir zu denen an die Basis, oder? Ich schau mal kurz nach. Holy moly, ja. Wie machen wir das am besten? Können wir hier irgendwie hoch? Komm schon, hoch mit dir. Wow, wow. Scheiße. Vorsicht. Hier ist einer von den Freaks. Und da ist auch einer. Na gut, der ist unten, den lassen wir da am besten. 200 Meter, wir gehen mal hier lang. Hier sieht es noch halbwegs sicher aus. Rein, mein Freund. Nur weniger Zombies als tagsüber, komischerweise, aber dafür eben ein paar von den übleren Genossen. So. Okay, jetzt vorsichtig. Soll ich hier unten lang oder soll ich vorne? Ich glaube, die sind eh unter mir. Hier oben sind nur normale Zombies, deshalb scheiß drauf. Okay, was blubbert denn hier so rum? Oh Gott, was lag denn hier drin?
Scheiße, scheiße, da ist einer von denen. Schlecht für mich. Ah, und hier runter springen ist. Wo, 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 wo. Ganz ruhig, alles okay. So, schnell ablenken. So, jetzt schnell durch. Yay, yay! So macht man das. So, ich sollte mal langsam hier auch runterkommen. Ich mache gerade den mega Umweg. So. Den mega Umweg nämlich hier. Hä? Kann ich hier nicht hoch? Doch. Wollte doch gerade sagen. Sägeblatt, jawohl. Ja, wenn wir schon hier machen, natürlich die Kisten auf. Okay, hier haben wir noch so eine infizierte Zone. Bin ja schon unterwegs. Ich will nur hier noch das Zeug natürlich aufsammeln. So, jetzt habe ich eigentlich einen mega Umweg gemacht, oder? Ah, es geht. Verdammt, da ist wieder so einer von denen. Oh, 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 scheiße. Kann ich den irgendwie ablenken? Und komm schon. Auf dahin jetzt. Sind die City halt mal echt null, diese scheiß Feuerkracht. Oh, 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 da ist er, da ist er. So, jetzt schnell weg hier. Ich glaube, ich habe noch nie versucht, mich mit einem wirklich anzulegen. Aber ich will es auch nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Zumindest jetzt gerade nicht. Aber irgendwann werde ich den schon mal die Fresse polieren. Ach du Scheiße. Ganz ruhig, Baby. Alles wird gut. So, hier muss ich hoch. Oh, hier geht es jetzt bestimmt gleich richtig ab, oder? Brecken, the garrison shut down. The doors are sealed off. I don't think I can get in. Find another way in then. Check the back, but don't take any stupid chances. Those bastards will rip you apart if they get the opportunity. Ja, die machen mich natürlich fertig, vor allem sind es ein paar mehr. Also hier komme ich nicht rein, würde ich sagen. Nope. Muss irgendwo einen anderen Weg reinfinden. Geht's irgendwo unten lang vielleicht? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Es wird zumindest langsam hell. Wow, was war das? Ah, okay, ich habe die Nacht überlebt. Hallo, ich möchte einfach nur hier hoch. Dankeschön. Was geht hier ab? Ach, die killen sich wieder selber. So, kann man hier rein? Natürlich nicht. Wer hätte das gedacht? Dumme Sau! Zieht einfach mal alleine. Okay, das sind mir jetzt ein bisschen zu viele. Ich kann mich normalerweise, mittlerweile habe ich schon eine Fähigkeit, ich kann mich so ein bisschen tarnen. Ich versuche das gerade mal. Bin mal gespannt. Jawohl, das klappt sogar. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das anhält, aber. So werde ich zumindest mal hier ungestört mal ein bisschen rumlaufen kann. Okay, vielleicht kann ich hier hoch. Kann ich hier irgendwo lang? Das sieht doch gut aus hier, oder? Aber jetzt alles so vergilbt. Hier kann ich hier auf dem Balkon drauf? Nee, doch, hier kann ich hoch. Okay, hier muss ich hoch. Bestimmt sogar. Ich habe eine Entrance. Ich kann nicht sehen, dass es einfach war. I'm going in. Just keep your eyes open. Good luck in there. Ja, jetzt müssen wir erstmal noch gucken, wo es lang geht. Ah, jawohl, ich bin drin. So, da unten stehen aber welche. Da stehen sogar mehrere. Hier steht einer. Da läuft auch einer. Wie komme ich jetzt da hin? Ohne. Okay, ich muss da ganz hoch. Fuck! Kann ich da hochspringen?
Wenn nicht, haut es mich gleich voll runter. Okay, sehr gut. Let's go! Jawohl. Das ist ungefähr die gleiche Taktik. Nein, nein, alles gut. Du hast mich nicht gesehen. Ist alles okay. Oh nein, sie sind zumindest alarmiert. Das warte ich mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das hilft. Nicht wirklich. Gott, wenn ich da runterfalle, oh, dann machen die mich richtig platt. Dann machen die mich richtig platt. So, ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Ich bin auf dem Dach. Yay, yay. Oh Gott, das sind aber viele Leute. Soll ich die jetzt irgendwie alle platt machen, oder? Scheiße. Hat mich irgendwie hier schon gehört oder gesehen? Gibt es irgendwie sowas wie ein Stealth Kill oder so? Das wäre natürlich richtig geil. Kann ich da nicht hoch? Echt jetzt? Das ist ein Fail. Puh. Ich muss irgendwie into the building. Aber wie? Keine Ahnung. Oh, hier gibt's sowas. Ah, okay, hier geht's aber nicht runter. Schade eigentlich. Soll ich die irgendwie alle einzeln platt machen? Wahrscheinlich. Einzeln könnte es doch nicht so schwer sein. Eine Stadt. Yay, yay. So, sonst noch was? Hier noch ein kleines Kistchen. Ja, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir alles mit. Das Dumme ist, wenn ich allen platt mache, dann kommen sie alle wahrscheinlich. Das ist dann schon ein bisschen stressig. Fuck, jetzt steht auch noch so bescheuert da. Und ich drehe das nicht mal wieder weg. Also schauen beide hier rein. Jawohl, gucken sich gegenseitig an. Ah, fuck it. So, hoffentlich geht er jetzt dahin. Das war natürlich ein bisschen. Oh no. Zum Glück habe ich hier mein Ding, das die Leute zum Kotzen bringt. Oh! Selber, Motherfucker. So. 126, die nehmen wir. Was, da ist noch einer? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das, du Schwanz? Sorry für den Kraftausdruck. So, okay, wo ist jetzt hier dieser scheiß Eingang? Muss ja hier oben irgendwas sein. Okay, fangen wir mal systematisch an. Hier gibt's. Aha. Okay, da haben wir es auch schon. Da haben wir es doch schon, den Eingang. Dann schleichen wir uns mal rein. Train here. I could really use some GRE support right now. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. The fuck? What the hell's going on? What happened to the GRE? The Global Relief Effort's position here has been diminished. We are in charge now, and we have declared Harran a Code 1 target zone. Wait. Just hang on. You can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here. Maybe thousands. Irrelevant. We're doing this to protect billions of lives. Surely you can understand that. Okay, just listen. There's this scientist in here named Zara, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, just... Acknowledged. The chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best, but... You have 48 hours. Fuck, die wollen echt die Stadt hier bombardieren, diese Ficker. Wir haben 48 Stunden, ja super. Das heißt, wir müssen den
Doc finden. Ich hoffe, dass er wirklich ein Gegenmittel hat. Weil sonst sind nicht nur alle, die hier sind, am Arsch, sondern wir sind genauso am Arsch. Okay, wie komme ich da rüber? Keine Ahnung. Na, die 48 Stunden können wir schon noch Zeit lassen, hier noch alles schön durchsuchen. So viel Zeit muss schon sein. Kaffee, natürlich. Davon noch irgendwas grün geleuchtet, oder? Ah, das braucht man nicht. Das ist unser Inventar, unser Rucksack gleich wieder voll. Power Cable, yep, das nehmen wir. Was war hier drauf? Zigaretten, kann man verkaufen, auch okay. So, okay. Hier ist es so verdammt still, zu still irgendwie. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Nope. Aktuell zumindest nicht. Her damit, her damit. Okay, mal gucken, was hier. Oh, ich wollte dann mal gucken, was hier hinter der Tür war, aber. Hier ist er nicht, oder da geht es zumindest nicht lang. Warte mal, ist ein Aufzug, muss ich jetzt Knöpfchen drücken? Ja, natürlich. Shit, it's broken. Na, toll. I can pry it open. Ach du Scheiße. Also runterspringen geht schon mal nicht. Ich hoffe, ich kann mich da an den Dingern festhalten. Ja, okay. Ja, nu. Okay, ich muss aber irgendwie weiter runter, würde ich sagen. Oder muss ich nach oben? Ich glaube, hoch wird geht. Ah. Doch, da kann man. Wow, okay, ich verstehe. Ich dachte nach oben, aber nach unten ist natürlich auch gut. So, jetzt das Ganze nochmal. Oh, von der anderen Seite. Okay, wir müssen nach unten, da läuft ein Fucker rum. Kommen wir hier rein? Nein. Wow. Scheiße, kommt noch einer. Verpiss dich. Ich muss erstmal ein bisschen Luft holen. Tja, ich kann auch über dich springen. Autsch. Bam, der hat gesessen, mein Freund. Oh, da kommen noch ein paar Stück. Ja, auch nicht schlecht. Ja, da guckst du blöd aus der Wäsche. Da kann ich eigentlich meine Waffe nicht werfen. Das haut die jetzt ab. Okay, Moment, Waffe reparieren. Ja, lass mich trotzdem drücken. Kommt schon. Was habe ich denn hier noch alles? Nichts mehr. Oh Gott. Jawoll. Bin das erwischt. So, wo ist der nächste? Ah, verdammt, zu spät. Ja, der hat mich noch getroffen, obwohl er keinen Kopf mehr hatte. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ist das eigentlich die stärkste Waffe gerade? Ah, wir haben die hier mit ein bisschen Feuer. Jawoll. Wir müssen eigentlich mal in die Richtung. Wir müssen irgendwie nach unten. Okay, das heißt, wir müssen doch da irgendwie ran. Dann kommen wir sicherlich irgendwann auch nach unten. Ja, mehr als du. Ah, verdammt. Perfekt. Okay, Inventar ist nicht wieder voll. Okay, hier geht es nach unten.
Nice. And where are you, old friend? Oh, da hockt wieder einer. Nägel ist immer gut. Okay, können wir das anschleichen? Oh, was liegt hier für ein Kabel rum? Irgendwas Besonderes hier? Nee, nicht wirklich. Okay, Schießübungen haben die hier gemacht. Schießübungen, so viel Munition haben die, dass sie es so vergeuden können. Oh, das hat gefunkt. Bam, Bitch. Ah, ist schon cool gemacht, ey. So, Medikit? Ne, aber Verbandszeugs, damit kann man zumindest was basteln, wenn es nötig wäre. Was war das hier? Apropos Wurfmesser, genau, das ist auch mal eine gute Idee. Soll ich mal ein bisschen was dahin machen? So, hier muss er jetzt drin sein. Damn, der ist immer noch nicht da. The building looks empty, though. There's an underground level. Maybe he's down there. Toll, weiter runter. Alles gut. Alles gut. Ich kann nicht mehr Munition aufheben. Munition voll. Kann ich hier durchrutschen? Nein. Natürlich nicht. Oh, das sieht verdammt dunkel aus. Ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, was da in dem Zimmer vor sich geht. Euch immer danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ein Like würde mich freuen. Euer Mike. Yay, yeah, yay. Yeah.